Ja, das könnte mein erster Literat werden, oder? So von der Grundfigur. Hier noch einen so ein bisschen runter. Hier nochmal so eine überzogene Spitze. Ja, das Schildchen habe ich auch vergessen, wieder reinzumachen. Kerzen habe ich hier. Quercus Mauri oder so ähnlich. Und damit Glück auf, Bonsai-Kumpels. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Bonsai-Vlog. Was vlogge ich diesmal? Ja. Letztes Jahr noch beim Umtopfen hatte ich das als Zweichen, also zwei Eichen, für das Video gebracht. Das war dieses Video mit diesem Nachlass, den ich meinem Bonsai Center aufgekauft hatte, von dem Herrn, der hier diese ganzen gleichen Schalen hatte, die er selbst irgendwo getöpfert hat. Und ganz eine riesengroße Eichensammlung da, die ja schon teilweise fragmentiert verkauft wurde. Da hatte ich mir ja diese zwei rausgekauft. Ja, einfach nur um sie zu besitzen irgendwie. Und weil ich die Geschichte jetzt weiterführen will, will ich auch keine größere Schale und große Bäume etablieren, sondern ich will es genau hier so weiterführen. Hab's letztes Frühjahr umgetopft, Baum ist gut angekommen. Hat jetzt auch wieder schöne neue Knospen. Das Granulat sieht ein bisschen mitgenommen aus. Also zum einen der Sturm und dann die blöden Drosseln, die hier immer alles rauspicken. Das werden wir gleich mal schön auffüllen mit feinem Akadama. Und dieses Jahr ist das Jahr des Drahtens. Ich werde auf jeden Fall die Spitze ein bisschen drahten. Ich hatte mir vorgenommen, den einen Trieb hier so ein bisschen runter zu drahten, dass das so in Richtung Literat geht. Aber dann dennoch, das ist die Vorderseite so für euch, dass wir hier so ein bisschen runtergehen in Sachen Literat und irgendwie trotzdem noch so, ja, es gibt ja bei Kaskaden, gibt es ja auch diese Halbkaskaden. Also eine Kaskade, die zum Teil runterwächst und dann die noch irgendwie im oberen Stammbereich, wo das so runterbiegt, noch eine Krone nach oben hat. Das gilt meiner Meinung nach oder meines Wissens nach als Halbkaskade. Und hier machen wir so ein Halbliterat draus. Also nicht nur irgendwas, was so hoch geht und dann runter geht, wie so ein klassischer Literat, was wir hiermit machen werden, sondern noch so eine Teilspitze mit aufbauen werden. Erstmal, vielleicht fällt die dann auch irgendwann, das weiß man natürlich nicht. Aber wie gesagt, das Jahr des Dratens, ich muss jetzt irgendwie hier dran raten, außerdem will ich es auch gerne ausprobieren. Ja, und so ist das ja sehr langweilig, muss man ja sagen. Das Coole ist hier unten definitiv dieser aufgespaltene Stamm und dieses Auge. Das seht ihr jetzt leider von da hinten nicht. Vielleicht, wenn ich euch ein bisschen näher ranhole, dann passt das schon. Hab diese Schildchen nicht wieder eingefügt, die hier serienmäßig bei waren. Wie gesagt, hier steht der Name drauf: Kerzeneiche, Quercus Mauri. Die werde ich gleich wieder hinzufügen, weil ich wusste gerade gar nicht, wie der Baum hieß. Da fiel mir nachher die Schildchen, die lagen noch irgendwo hier rum. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie sich dieses Jahr mit dieser Eiche so entwickelt. Eiche ist ja sowieso so ein bisschen Neuland für mich. Ist auch nicht so mein Fokus, aber hier geht es halt so ein bisschen diese Tradition zu bewahren. Und dann wollen wir mal gucken, wie wir den in die richtige Richtung bringen. Das Ganze ist gleich für euch ein Zeitraffer und wir sprechen uns dann einfach nochmal so wieder beim Erstaustrieb, würde ich sagen. Oder? Also viel Spaß beim Schauen und bis in 4 Wochen. Was soll ich sagen? Ich kann zumindest sagen, dass es der letzte Baum ist, der dieses Jahr nicht aufgegangen ist. Ja, wir haben
Mitte, Ende Juni 2022. Und hier hat sich immer noch nichts abgezeichnet. Jetzt habe ich mich auch endlich mal getraut, weil die Knospen sehen immer noch irgendwie gut aus, muss man ja sagen. Aber wenn man hier mal so dran, knack, dran geht, alles furztrocken. Ja, ich hätte die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich hätte immer fleißig weitergegossen. Ist ein bisschen traurig. Klar, also jeder Baum, der tot ist, ist traurig. Gerade hier, weil da diese Geschichte noch hinterstand. Und ich die ja letztes Jahr erst noch umgetopft hatte. Bei dem hatte ich sogar, ja, lange Geschichte das. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das wird auf jeden Fall der letzte tote Baum bleiben, also von den Bäumen, die nicht ausgetrieben sind und tot sind, 2022. Das kann ich euch versprechen. Also das letzte komische schwarze-weiße Thumbnail, aber es ist ja sowieso Sommer. Gerade wird sowieso ein bisschen weniger YouTube geguckt und ich denke mal dann diese ein, zwei kurzen Videos, die nimmt ihr mir nicht übel, weil dafür kommen demnächst auf jeden Fall wesentlich intensivere Videos. Ja, jetzt habe ich zumindest nächstes Frühjahr wieder eine Schale über. Ich habe auch schon eine Idee, was in diese Schale kommt und ihn vielleicht beerben kann. Ich kann kurz vorwegnehmen, der anderen kleinen Eiche, dieser, also das war ja die Kerzeneiche und das andere war eine mehrblättrige Eiche. Der geht es wunderbar, die habe ich auch gedrahtet und also wartet noch so ein bisschen die Saison ab, am Ende des Jahres, wunderbarer Baum, nimmt den Dünger auch ganz gut an, würde ich sagen, weil nach dem Düngen jetzt nochmal so innen, so jetzt anfangen, ein paar neue Knospen zu treiben. Ich hoffe da zum Beispiel, dass der nächstes Jahr wesentlich mehr Laub macht. Ja, aber der hier, Literat, Eiche, der wird nie wieder Laub machen. Ich weiß auch am Ende nicht, woran es gelegen hat, ob es am Drahten gelegen hat, aber ich habe ja eigentlich den Hauptast hier gar nicht gedrahtet, sondern nur den so runtergebogen. Und selbst der hier oben, wo richtig schöne Knospen sind, da ist auch nichts gekommen. Also, keine Ahnung. Wurde immer gut gegossen, stand an derselben Stelle wie alle meine anderen Eichen. Also, ja, vielleicht Altersschwäche, ich habe keine Ahnung. Ja, zumindest ist es jetzt so. Das kann ich nicht ändern. Und ja, deshalb würde ich sagen, heute einfach nur mal ein kurzes, knackiges Sonntagsvideo. Genießt noch ein bisschen die Sonne, vielleicht am Rest dieses Sonntags. Ich würde sagen, ich wünsche euch in dem Sinne einen schönen Wochenstart. Das war's für heute mal wieder von mir, euer Patrick. Bis nächste Woche Sonntag. Ciao.